Hallo und herzlich willkommen zu Milans Backwelt. Ich möchte heute einen Dinkel-Weizentoast machen. Wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. Also immer wenn ich mit Dinkel arbeite, ist etwas unersetzlich und das ist mein Frühstück. Da habe ich 150 Milliliter Wasser aufgekocht, habe 100 Gramm Dinkelmehl genommen, habe das Wasser über das Dinkelmehl geschüttet, habe es mit einem Löffel vermischt, bis diese zähe Masse entsteht. Die habe ich mit Klarsichtfolie abgedeckt und habe es über Nacht im Kühlschrank stehen lassen. Hier verkleistert die Stärke sofort. Das Mehl bindet deutlich mehr Wasser, als es sonst aufnehmen würde. Und das Brot bleibt länger frisch. Also immer wenn ihr mit Dinkel arbeitet, muss ein Frühstück sein. Hier habe ich mir noch 200 Gramm Dinkelmehl hergerichtet. 400 Gramm Weizenmehl. Das wird so, ich würde mal sagen, 55-45 Verhältnis von Dinkel und Weizen. Dann habe ich mir noch 15 Gramm Hefe hergerichtet, 15 Gramm Salz, 260 Milliliter Wasser. Ich möchte ja das Brot dann auch toasten und damit die Toastscheiben schneller bräunen und auch eine schönere Farbe haben, gebe ich Zucker und Butter dazu. Wenn ich das nicht mache, kann ich das Brot natürlich auch toasten, nur der Toaster braucht länger, bis die Bräune entsteht und somit wird die Scheibe viel trockener als mit dem hier. Also gebe ich hier noch 40 Gramm Zucker und 60 Gramm Butter dazu. Das lasse ich jetzt von meiner Knetmaschine verkneten. Und zwar mache ich so ein Zwischending. Weizen kann ja schon stark geknetet werden. Dinkel mag das überhaupt nicht. Ich werde es jetzt 6 Minuten bei der ersten Stufe vermischen lassen und dann nur 3 Minuten bei der zweiten Stufe kneten. Mein Teig ist jetzt gut durchgeknetet worden. Jetzt werde ich ihn einmal aus der Schüssel nehmen. Mal kurz rund wirken. Jetzt decke ich ihn mit einem Küchentuch ab und lasse ihn erstmal eine halbe Stunde entspannen. Mein Teig lag jetzt eine halbe Stunde, konnte richtig schön anspringen. Wenn ich noch einmal kurz rund wirken. Das ist die Form, in der ich ihn backen möchte. Die ist ein bisschen groß für die Menge Teig. Also da hätte ich schon ein bisschen mehr Teig nehmen können. Aber aktuell baue ich nicht so viel. Deswegen wird es da eine, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen verloren aussehen. Aber wie gesagt, aktuell baue ich nicht mehr. Deswegen habe ich jetzt nicht ganz so viel Teig genommen. Jetzt habe ich ihn zu einem Becken gerollt. Also ich tue ihn mal platt drücken, einschlagen. Das mache ich zweimal. Jetzt tue ich ihn hier in die Form, drücke ihn ein bisschen runter, dass er sich schön verteilt. Und jetzt decke ich ihn schon wieder zu und lasse ihn ungefähr eine Stunde bei Raumtemperatur hergehen. Eine Stunde später, mein Brot ist richtig schön hergegangen, dass er jetzt nicht komplett die Form ausfüllen wird, habe ich ja schon von Anfang an gesagt. Ich habe jetzt meinen Ofen auf 220 Grad vorgeheizt, auf Ober- und Unterhitze. Ich habe ein Blech unten auf den Ofenboden gelegt, auf das werde ich gleich dieses Wasser schütten, um Wasserdampf zu erzeugen. Der Wasserdampf legt sich aufs Brot, hält die Kruste etwas länger feucht, das Brot kann länger aufreißen. Nach ungefähr 10 Minuten werde ich das Blech mit dem restlichen Wasser wieder herausnehmen und den Ofen auf 200 Grad zurückschalten. Ich werde das Brot jetzt einschneiden, also Toastbrot an sich wird ja eigentlich nie eingeschnitten, aber wie schon gesagt, dadurch, dass ich jetzt etwas weniger Masse verwendet habe, würde es doof aussehen, wenn ich es jetzt so lasse. Deswegen mache ich einen Schnitt in der Mitte, dann sieht es nicht ganz so schlimm aus. Jetzt schütte ich das Wasser rein und tue das Brot in den Ofen.
40 Minuten ist mein Brot auch schon fertig. Eine richtig schöne Farbe. Es ist etwas dunkler, als es normalerweise sein würde. Das liegt am Zucker, den ich dazu gegeben habe und auch ein bisschen an der Butter. Was ich sehr schön finde, ist, dass es den Ofentrieb gibt. Denn beim Reinschieben hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so wird, dass es doch noch so schön hergeht. Sehr schön, das ist ein richtig schönes Brot geworden. Jetzt schauen wir, ob das aus der Form kommt. Ach, auch kein Problem. Vorausgerutscht und eine richtig schöne Backfarbe. Jetzt tue ich es auf mein Gitter und lasse es erstmal komplett auskühlen. Mein Brot konnte jetzt komplett auskühlen. Jetzt werde ich es mir mal anschneiden und schauen, wie das Pornbild ist. Wenn ich mir hier oben das anschaue, dann erwarte ich schon ein gröberes Pornbild. Was einem sofort auffällt, das hat jetzt keine knackige Kruste, es ist recht weich. Aber das ist ja beim Toastbrot so, deswegen ist das völlig okay. Oh, schaut euch das Pornbild an, sehr schön. Bisschen größere Poren, dadurch, dass Weizen und Dinkel drin ist, ist es jetzt kein Brot, was man 5 Tage oder 10 Tage aufheben kann. Das sollte man dann schon eher zügig essen. Aber so ist es wirklich sehr schön gelungen. Was ich jetzt noch machen will, ist, ich werde es kurz in meinen Toaster schmeißen, um zu schauen, wie es bräunt. So, ich habe es jetzt kurz in den Toaster getan. War wirklich sehr schnell. Schaut euch das an, eine richtig schöne Bräunung. Ging wirklich ratzfatz durch den Zucker, durch die Butter, die da drin ist. Also es hat überhaupt nicht lange gedauert. Also ich würde sagen, das ist ein Brot. Das wirklich, kann man wirklich gut nachbacken. Man braucht nur eine Backform, mehr nicht. Also backt es nach und wie immer, schreibt mir, wie es bei euch geworden ist. Vielen Dank fürs Zuschauen.